So, da sind wir wieder. Und eigentlich wollte ich jetzt hier wieder weiter runter, aber ich habe recht viele Kommentare bekommen, dass hier auf der Etage bei diesem Grubenrätsel wohl noch irgendwas zu holen ist. Das wohl auch recht wichtig ist, dass man unbedingt machen sollte und so weiter. Ich weiß jetzt nur nicht, wie wichtig das ist. Ich habe nicht unbedingt Lust, die dritte oder vierte Folge, die das jetzt ist, zurückzugehen und schon wieder das Grubenrätsel zu machen, nur für irgendein Secret, das einen Gegenstand bringt. Also mache ich jetzt einfach hier unten weiter. Und falls das irgendwas sein sollte, was wir wirklich für den Spielverlauf brauchen, also um das Spiel zu knacken, werden wir zwangsweise dann zurückkehren. Aber bis dahin muss das erstmal warten. So, hier waren ganz viele Schleime. Genau hier. Komm, but, 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 but. Wusch. Der ging diesmal schnell. Hoffentlich respawnen die nicht auch. So, hier waren noch mehr Schleime. Die einfach so rumstehen und sich abschießen lassen. Das ist ja auch nett. Ah, ein Feuerball noch. Jo. Zack. Einer ist krank. Aber, was ich den Kommentaren auch entnehmen konnte, dass Krankheit auch irgendwann einfach durch Schlafen weggeht. Was wir jetzt mal überprüfen können. Aber es sieht bisher nicht wirklich so aus. Naja, wir haben jetzt ja genug Essen. Wir haben unendlich viel Essen. Was ich echt schade finde, aber gut. Wirklich was verändern tut sich dann nicht. Krankheit, keine Lebenspunktregeneration. Ja, so weit waren wir auch schon. Ah, jetzt ist es weg. Nicht durch Schlafen, sondern einfach so. Naja, komisch. Wahrscheinlich einfach nur schlechtes Timing. Aber gut. Das Wichtigste ist, dass unser Feuermagier wieder Mana hat. Und da ist schon der nächste Schleim. Gleich wieder die Treppe hoch aus Versehen. Ja. So, hier hatten wir ja auch noch ein Rätsel, dass alle Türen geschlossen sein müssen, bis auf eine, und zwar die, die am meisten Zugluft hat. Also ich weiß nicht, was die Zugluft war. Aber irgendwas in dem Dreh, das können wir uns leider mal durchlesen. War eine Nachricht von Thorum. Und er hat keine Energie mehr. Schade. So. Ah, ich will mal einen Slime wegstellen, aber das geht ja nicht. So, wieder schlafen. Ja, hier unten ist auch nicht viel besser als oben die Feuerelementare bei den Gruben zu töten. Aber hier machen wir wenigstens Fortschritt. Soweit wir das nicht beobachten können, respawnt hier unten nichts. Und das da oben ist einfach nur nervig. Jedes Mal, wenn wir einen falschen Schritt machen, respawnen gleich zwei Feuerelementare und die eine Krabbe. Und die Feuerelementare zu töten ist teilweise echt nervig. Halt wegen den ganzen Gruben. Und weil sie Flächenschaden machen. So. Da sind zwei Türen, da sind zwei Türen. Kisten machen wir erstmal kaputt. Aber ist nichts drin. Da ist eine Fallgrube. Ne, ein Einsturz. Und hier haben wir der Irrgarten der Schatten. Na gut, dann machen wir erstmal alle Türen da unten zu. Und gucken, ob wenn wir die Tür hier oben aufmachen, irgendwas passiert. Die sind schon alle zu. Jo. Weil die Tür müsste ja am meisten Zugluft haben, weil das der einzige Durchgang ist nach oben bzw. unten. So, wir sollten uns die Tür mal durchlesen. Nicht westmost. Nee, das ist das Rezept für die Bomben. Nee, wo ist unsere Notiz? Oder stand das irgendwo an der Wand?
Oder habe ich es weggeschmissen? Das war nicht so geschickt, Girogon aus der Vergangenheit. Aber es hatte ungefähr damit zu tun. Also Draft war das. Und Draft ist, glaube ich, der Zug. Also Zugluft. Das heißt, wenn die Türen alle zu sind, geht die Luft da von oben hier runter, da lang, da lang, da lang, da lang, da durch. Das ist ein sehr ominöser Gang. Und hier wieder Feuergegner. Und noch eine Notiz. Die sacken wir diesmal ein. Oh, was liegt denn da Schönes? Okay. Gucken wir uns später an. Erstmal Gegner töten. Was? Ah, stimmt. Das war ja ein Irrgarten aus Schatten. Okay, anscheinend dürfen wir nicht ins Licht treten. Ja. Also, nicht ins Licht treten. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Aber ja. Das sage ich irgendwie immer. So. Zählt das da als Licht? Ich mache mal meine Fackel aus. Oh, eine Spruchrolle der Dunkelheit. Okay, also das und das ist Licht und das ist Dunkelheit. Noch irgendjemand Hunger? Nö. So, schön im Schatten bleiben, schön im Schatten bleiben. Da ist kein Schatten, aber hier ist ein Schleimball. Huh. Können wir vielleicht mit dem Dunkelheitszauber irgendwelche Fackeln ausmachen? Weil hier komme ich jetzt so nicht weiter. Machen wir einfach mal. Dunkel. Hat nichts gemacht. Hier nochmal. Dunkel. Nö. Wahrscheinlich kratzelt das einfach nur unseren Lichtzauber. Jetzt macht er auch kein Licht mehr. Licht. Das Feuerding scheint näher zu kommen, aber... Hm. Okay, wir haben jetzt blaues Licht und jetzt haben wir dunkel. Ja, es macht echt nur unser Licht aus. Schade. Na gut, also wir kommen so nicht weiter. Das heißt, irgendwo wird irgendwas sein, womit wir Fackeln ausmachen können. Also ein Schalter oder eine Druckplatte oder irgendwas in der Richtung. Gucken wir uns mal kurz das Amulett an, das wir gefunden haben. Schutz plus 1, 20% höhere Attack Power, 20% langsamere Cooldowns. Für was auch immer die Cooldowns sind. Also soll das jetzt Cooldown für Sprüche sein oder für Spezialfähigkeiten? Hm. Und wer kriegt das? Unser Feuermagier. Probieren wir mal einfach mal aus. So, da geht's auch nicht weiter. Gehen wir hier zurück, gucken immer schön alle Wände an. Legen da mal irgendwas zurück. Oh, oder wir sollten die Notiz von Torum einfach lesen. Hm? Also, die Fackeln bleiben außerhalb meiner Reichweite. Ich versuche, nach ihnen zu greifen. Ich versuche, nach ihnen zu greifen. Aber das Licht, das sie scheinen, spielt Tricks mit mir. Ah, komisch. Ja, wir sollen halt nicht in die Fackeln, also das Licht reinlaufen. Das wussten wir doch schon vorher. Na gut. Hey. Ich bin im Licht. Und trotzdem werde ich nicht teleportiert. Oh, okay. Das Licht muss eine gewisse Helligkeit wohl haben. Das hat gereicht. So. Das sieht hell aus. Das hier ist nicht so hell, wie es sein müsste. Hier aber schauen. Gut, da geht's trotzdem nicht lang. Hier geht's durch. Da wird's nicht durchgehen. Da wird's auch nicht durchgehen. Hier könnten wir wohl einen Schritt vor.
Aber ich denke mal keinen zweiten. Nee. Zu hell. Zu hell. Viel zu hell. Hell. Also irgendwie sehe ich nicht wirklich, was uns das bringen soll, denn einen direkten Gang finde ich einfach nicht. Also es geht nur hier rechts rum. Dann hier durch, dann haben wir hier eine Wahlmöglichkeit. Da werden wir zurückteleportiert, da werden wir zurückteleportiert. Also können wir nur hier lang. Hier werden wir nicht zurückteleportiert, aber hier ist nichts. Hier war das Amulett oder die Notiz. Die Notiz lag auf dem Boden. Also lag hier das Amulett. Legen wir mal einen leeren Sack da rein. Nur für den Fall, dass es irgendeine Druckplatte war. So, hier können wir lang. Da können wir eventuell lang. Und hier garantiert nicht lang. Also bleibt nur das hier. Okay. Ich glaube, wir sind gerade weitergekommen als vorher. Ja, definitiv weitergekommen. Schön. So, was haben wir hier? Jede Menge Essen. Und gleich überladen. Ja, verständlicherweise. Wer hat Platz? Er nicht. Er auch nicht wirklich. Also können wir ein bisschen Essen verteilen. So. Also ja, schön, dass wir Essen gefunden haben, aber eigentlich würde ich gerne hier weiter. Ah. Klick. Ha. Nein. Der Lichtstrahl sah nicht so gefährlich aus, wie er war. Ich glaube, ich bin wieder da, wo wir eben waren. Gut, da nicht lang gehen. Wo sind wir jetzt? Bei unserer Westmost-Notiz. Ah! Kleiner, doofer One-Hit. Dafür sind es mehrere. 65 Erfahrungspunkte, die sind so nervig. So, jetzt können wir auch wieder eine Fackel in die Hand nehmen. Armbrustbolzen können wir gleich liegen lassen. Essen können wir gleich essen. Und Wurfäxte. Ja, für unsere Party nicht unbedingt so interessant. Aber wir nehmen sie ja mit. Können wir später irgendwo deponieren, wo wir leichter rankommen. Ah, ja, nicht wirklich ein tolles Secret. Ich dachte, wir kommen irgendwie dadurch an das Rätsel vorbei. Oder war das ganze Rätsel? Das wäre ein bisschen doof. So, Fackel wieder weg. So, ich bin jetzt mal anders gelaufen. Da wäre der Teleporter gewesen. Hier haben wir schon mal wieder einen Schleimball. Ah, sieht gut aus soweit. Irgendwo irgendwelche Knöpfe. Nö. Immer noch keine. Und hoffentlich können wir dahin treten. Ja, sauber. Gut, gut. Das Rätsel hätten wir wohl auch gelöst. Und da ist auch das Feuerdingens. Ja, das Spielchen können wir ewig spielen. So hätten wir auch nicht getroffen. Ja. Lalala, lalala. Mal komm schon. Wir können das Spielchen zwar ewig spielen, aber es macht nicht ewig Spaß. Ja, es wäre echt schön, wenn wir den Blitzstrahl hätten. Aber da müssen wir noch die Schriftrolle finden. So, neue. Oh, hier noch ein Feuerelementar. Was machst du? Brauchst du irgendwelche Edelsteine?
brauchst du einen Feuerball, den werde ich aber nicht auf so kurze Distanz schmeißen. Ah ne, du willst von da getroffen werden. Okay. Eine ominöse Druckplatte. Na gut, das müssen wir in der nächsten Folge machen. Ich speichere erstmal ab. LP 053. Und bis gleich.